ihn doch. Na, da ist er doch. Na, geht doch. Haben wir das da doch erledigt. So, und wo war die Quest gewesen? Die war doch ganz am Anfang. Ach, da ist er. So, bitteschön. Wir erobern die Welt. Ja, ja, gab jetzt nicht so viel, aber wir haben auf jeden Fall unsere Quest erfüllt. Und jetzt ist nur noch diese eine Quest. Ihr habt den Fortschritt gut Holz abgerungen. Okay. Du hast ein schönes Schwert, wollte ich mal so anmerken. Und du ein schönes Reittier. Nun gut, dann gucken wir mal, was jetzt als nächstes für unsere Quest irgendwie auf uns zukommt. Wir bräuchten noch mal eine bessere Rüstung, weil das ist ja jetzt hier der, sozusagen der letzte Husten, noch der letzte Lumpen. Brauchen wir schon mal was Besseres. Aber wo wir sie jetzt herbekommen, das wüsste ich jetzt auch nicht. Hier, so wie der. Gucken wir uns den mal an. Oder die hat eine schöne Rüstung, aber wir... Upsala. Haben nur so einen Fetzen um. Mitbekommen habe ich auch, indem ich mal ein bisschen geforscht habe, was hier das Höchstlevel ist. Das ist ja Level 60, glaube ich, war es gewesen. Das ist ja jetzt nicht so viel, muss ich sagen. Aber anscheinend wird es wahrscheinlich auch lange dauern, bis wir da auf Level 60 sind. Müssen wir gerade mal Stufe 10. So, bitteschön. Okay, Elion wurde also gefangen genommen. Zumindest wissen wir, dass er entkommen konnte. Wenn wir bloß einen Hinweis hätten, wo er hingegangen ist. Erzieht niemanden davon. Es sollte sich nicht alle Sorgen machen. Erzähl den Leuten einfach, dass er weggegangen ist. Das werden sie schon glauben. Okay. Ich bin ganz Ohr. Enthüllung der 6 Kunden. Okay. Die Insel kann bla bla bla. Erzähle von dem, was ihr hier für uns getan habt. Machen die Runden. Was Herr Ebbe, und sie haben sehr einflussreiche Ohren erreicht. Meldet euch bei Ratsmitglied Tell. Er brennt darauf, sich mit euch zu unterhalten. Okay, machen wir natürlich mal, aber was haben wir jetzt Schönes bekommen? Ach du Schwein, oh, also Dings ist ja schon wieder übelst voll. Oh! Ja, da warten wir mal ab, bis wir die mal tragen können. So, als erstes gehen wir zu dem mal hoch. Wir müssen eh erst Level 11 erreichen. Für die Föderation. Als Offizier, Repräsentant der Valkyrier Föderation ist es meine Aufgabe, allen das Leben etwas zu erleichtern. Nicht, dass die Föderation heutzutage viel Einfluss hat, das ist eine ganz andere Geschichte. Im Namen der Valkyrien Föderation möchte ich gerne unseren Dank ausdrücken, für all was ihr getan habt. Adria, Sersine und Sian sprechen in den höchsten Tönen von euch. Doch die Föderation braucht gute Soldaten, nicht nur um diesen Ort. Jetzt, wo Karsha tot ist, kommen wir hier wieder alleine klar. Es ist für euch an der Zeit, nach Velika zu gehen. Nein! Sucht Taleb und das Basis der blablabla bei den östlichen Klippen auf. Er wird die Reisearrangement für euch treffen. Ich will noch nicht gehen. Ich will erst Level 11 werden. So. Wir müssen jetzt wohin? Okay, was war denn jetzt hier mal Quest? Ach, Logbuch ist das meistens. Okay. Östliche. Dann gehen wir mal hier runter. Na, da ist er doch schon.
Ach komm, Junge, du wirst doch nicht bei so einem kleinen Sprung einen Schaden jetzt bekommen haben. So, wir fliegen jetzt weg. In ein anderes Reich. Wer bist denn du? Ich möchte dich anschauen. Okay. Hallo, Madame. Miyakatsu. So. F drücken. Wir müssen diese Situation in den Griff bekommen. Neue Rekruten einzuschiffen ist zu teuer. Und wir können uns es nicht leisten, ausgebildete, erfahrene Garnisonssoldaten gehen zu lassen. Wir können nicht einmal die Toten zur Beerdigung nach Hause schicken. Wer Stufe 10 erreicht hat und keinen Auftrag hat, darf die Passos auch privat benutzen. Das kostet aber Goldstück. Spart also euer Sold. Okay. Ich habe euch schon erwartet, Rassel-P. Seid ihr hier auf eine Pegasus geritten? Oh, stimmt ja, als ihr ursprünglich hierher kamt. Nun zurück, ihr jedenfalls nie langweilig. Ist nicht gradlich, aber das sind solche Erlebnisse ja nie. Flugmeister Lian hilft euch bei einem Aufsatzung. Kriegen wir jetzt einen Reittier? Boah, ich will einen Reittier. Gib mir... Solche Dringlichkeit. Obwohl Taleb hier ist, mache es mich nervös, so weit von allen entfernt zu sein. Ich hoffe, dass schon bald Verstärkung eintrifft. Wenn ihr Stufe 10 erreicht habt, könnt ihr den Pegasus nach Velikir nehmen. Fliegen! Kommt bald wieder. Da. Kostet so viel. Müssen wir ja wohl. Oh! Na herrlich, guckt es euch an. Können uns da Leute jetzt beobachten, wie wir fliegen? Flieg mal runter, ich will mal noch ein paar Leute grüßen. Yippie! Wir sehen aber auch keine mehr, da werden wir wahrscheinlich die uns auch nicht sehen. Oh, yippie! Müssen wir uns das jetzt alles angucken? Was macht denn der? Wo müssen wir das selber steuern? Ich habe keine Ahnung, was der gerade macht, aber er wird es schon richtig machen. Ui! Na nü? Das sieht ja mal geil aus. Sind wir wahrscheinlich so in so einer Art Zeitstrudel. Oder Reisestrudel in der Art. Und da vorne ist das Licht. Wir sehen das Licht. Wir werden sterben. Um den Aufenthaltsort eines Monsters auf der Karte zu markieren, müsst ihr auf seinen Aral gehen. Ui. Können wir mal an so einem Vieh ranfliegen, heranzrollen? Wow. Oh. Lange Reise. Ach du meine Güte, was ist denn das für eine Riesenstadt? Die werden wir doch niemals... Och Mann, das ist doch so viel, was wir da wieder erkunden müssen. Ach du meine Güte. Was ist denn das für ein Riesengebiet? Aber geil sieht's aus. Kann man nicht meckern.
allen hat unser Drache oder unser Pegasus irgendwelche... Naja, egal. Huhu, ich bin da. So. Wie jetzt? Sprecht mit Flugmeister Liane. Wie? Ich sag jetzt bloß nicht, wir sind falsch. Ey, das darf doch nicht wahr sein, ey. Müssen wir jetzt nochmal zur Insel der Dämmerung? Können wir das nicht abbrechen mal? Ne, Leute, Alter, mach ich jetzt mal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir endlich mal gelandet sind. Bis gleich. So, nach langer und erfolgreicher Reise sind wir endlich wieder gelandet und müssen natürlich noch mit dieser Frau da reden. Dies mit Freude. Die uns hier noch irgendwas sagt. Nimmt ein Pegasus nach Velika, dann sprecht mit Lexia. Jetzt das gleiche nochmal, wo wir natürlich auch nochmal einen kleinen Aufnahmecut machen. Nimmt ein Pegasus von Velika. Für die Föderation. So, und das gleiche jetzt nochmal nach Velika. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Und wieder zurück. So als hätte es niemals ein Fail gegeben, werden wir gleich im Landeanflug sein in Velika. Velika. Ja, so ungefähr. Weil wir ja noch niemals hier waren, deswegen kann ich diesen Namen des Ortes noch nicht aussprechen. Wir sind nicht zum zweiten Mal hingeflogen, nein. Ist aber auch doof gemacht. Hab ich echt nochmal die Quest vergessen. Entstand da nicht irgendwas, wenn du alle Quests erfüllt hast, kannst du da irgendwie reisen. Die Quest haben wir ja noch gar nicht erfüllt gehabt. Naja, egal. So, wir landen hier. Okay, und wir müssen mit Lexia sprechen. Ach, die ist da hinten. Hallo Lexia. Guten Tag, willkommen in Velika, der nach Göttern Velika benannte Stadt des Friedens. Willkommen in Velika, der Stadt der Räder. Ich weiß zwar nicht, was ihr die Föderation getan habt, aber es reicht offensichtlich, dass sogar ein Legat auf euch wartet. Legat Trojus ist direkt da vorne und sehr erpischt darauf, mich euch zu brechen. Blablabla. Okay, dann sprechen wir mal mit den guten Herrn da vorne. Ach da. Guten Tag. Schön, euch hier zu sehen. Die Föderation kann immer fähige Körper und Köpfe gebrauchen. Seid gegrüßt, Rassel-P. Kommandant Sir hat mich gebeten, euch persönlich in Velika willkommen zu heißen. Wir sind euch sehr dankbar für eure außerordentliche Bemühungen auf der Insel der Dämmerung. Rekruten wie ihr werden die Valkorn-Föderation in einer besseren Zukunft führen. Braucht ihr Hilfe? Schön, euch hier zu sehen. Die Föderation, blablabla. Rassel-P, ihr habt auf der Insel der Dämmerung gute Arbeit geleistet. Kommandant Sir ist erpischt darauf, euch zu sprechen. Begebt euch zum Hauptquartier der Föderation und sprecht mit Uriella. Uriella, sie wird euch den richtigen Weg weisen. Viel Glück. 16.000 Experts. Zeig uns, wo die ist. Wir brauchen die 16.000 Experts. Da sind wir auf jeden Fall ein Level up dann. Was ist das da? Okay. Hier scheinen welche auch schon alle ein bisschen höher zu sein, wie ich gerade sehe. Der ist Level 28 und wir sind hier Level 10. Wir sind ein bisschen von den Leuten etwas entfernt. Und ich sehe, haben die alle schon ein Reittier und wir nicht da. Der hat auch ein Reittier. Und hier ist eine Quest.